Das Gehirn ist konditioniert, erzogen, trainiert worden, das, was ist, zu sehen und sofort sein Gegenteil zu erzeugen. Ich bin gewalttätig, aber ich darf nicht gewalttätig sein. Deshalb gibt es einen Konflikt. Aber wenn ich nur Gewalt beobachte, ihr Wesen, wie sie aufkommt, nur beobachte, nicht analysiere, dann gibt es nur das und nicht das andere. Richtig? So schließen Sie völlig den Konflikt mit dem Gegenteil aus. Wir sprechen über ein Leben ohne Konflikt. Wir sagen, dass das möglich ist, wenn man so leben will. Und das heißt, kümmern Sie sich nur um das, was ist, denn alles andere ist nicht. Verstehen Sie das?